Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Webinar Marktanalyse und Trading-Ideen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem schönen sonnigen Morgen, jedenfalls hier in London. Und mein Name ist Sarah Gregory und ich arbeite als Sales Trader bei Iondo Markets. Heute schauen wir uns wie immer natürlich den DAX an, aber auch die amerikanischen Indizes, sprich den Dow Jones und den Nasdaq. Und dann werden wir heute einige interessante Aktien besprechen, unter anderem die Deutsche Bank Aktie, aber auch die Tesla Aktie. Und am Ende des Webinars, wie Sie es mit Sicherheit kennen, werde ich Ihnen dann einen Signalgeber vorstellen aus dem Social Trading Bereich, der soweit eine gute Performance erzielt hat und ziemlich beeindruckend ist. Und ja, bevor es gleich losgeht, ein kurzer Hinweis von meinerseits. Sämtliche Ausführungen stellen keine direkten Aufforderungen zum Traden dar. Jede Entscheidung zum Traden oder einem Top-Trader zu folgen, obliegt bei Ihnen entsprechend selber. So, und nun können wir auch schon loslegen. Fangen wir an mit dem DAX. Der deutsche Aktienmarkt, den wir hier sehen, dürfte heute im Zeichen des anhaltenden Handelsstreits mit den USA sowie aber auch der neuen Problematik mit der neuen Regierung in Italien stehen. Und nachdem der DAX am Vortag seine Gewinne fast vollständig wieder abgegeben hatte, könnte der Index heute Morgen eventuell einen neuen Erholungsversuch starten. Derzeit sieht es identisch aus mit dem Vortag. Also wir liegen derzeit eben mit 0,13% im Plus, ja, 17,7 Punkte. Und derzeit tut sich eben nicht viel. Und von daher muss man dann entsprechend schauen, was für Impulse wir dann am Nachmittag von den amerikanischen Märkten entsprechend bekommen. Dann, da ich schon gerade die amerikanischen Märkte erwähnt habe, wie lief es dort entsprechend gestern an der New Yorker Börse, ging es am Dienstag nach den Gewinnen des Vortages eher ruhiger zu. Der Leitindex Dow Jones verlor leicht um 0,1% auf 24.799 Punkte und der breiter gefasste S&P-Index trat auf der Stelle und schloss bei 2.708 Punkten. Und besser ging es jedoch an der Technologiebörse, dem Nasdaq, entsprechend zu. Hier ist es bei uns der US Tech 100 Rolling. Dort ging es um 0,4% bergauf, wie man hier sehen kann. Es geht schon bergauf seit etwas längerer Zeit. Und damit sind Tech-Aktien weiter beliebt bei den Anlegern. Und die Rallye ist dann erstmal so weit weitergegangen. Und der Index bleibt damit auf dem Rekordkurs und schloss entsprechend gestern bei 7.637 Punkten. Und insgesamt, was für Themen stehen jetzt an, die amerikanischen Märkte beeinflussen können? Also insgesamt sorgt weiterhin der schwelende Handelsstreit zwischen den USA mit China, aber auch mit Mexiko, Kanada und der EU für eine gedämpfte Stimmung unterm Strich. Und zuletzt hatte jedoch China sich nach einem Bericht des Wall Street Journals aber etwas bewegt Richtung der USA und eben ein Angebot zum Kauf von US-Gütern im Volumen von 70 Milliarden Dollar vorgelegt, ja, um eben die große Handelsdefizit etwas dann entsprechend zu verkleinern und entsprechend dann auch Donald Trump zu besänftigen. Und das war es dann erstmal auch zum Thema US-Märkte. Kommen wir nun zu den interessanten Aktien, die entsprechend für Schlagzeilen gesorgt haben. Dann fangen wir einmal kurz an eben mit der Deutschen Bank. Ja, die Deutsche Bank rufe ich einmal ganz kurz auf. Da haben wir das auch schon. So, wunderbar. Ja, wie man sehen kann, die Deutsche Bank hat schon bessere Zeiten erlebt. Der Preis der Deutschen Bank Aktie ist seit Herbst 2016 wieder unter die Schwelle von 10 Euro gefallen. Ja, also derzeit hier bei ungefähr 9,45 Euro der Mittelkurs. Und damit nähert sich die Deutsche Bank Aktie den Rekordtief von 8,84 Euro aus der Vergangenheit. Ja, und
Das ist, jetzt ist natürlich die Frage, ob das dann entsprechend eine gute Einstiegsmöglichkeit ist, eben für die Anleger. Also damals, als eben die Deutsche Bank Aktie das Rekordtief erreicht hatte, erholte sich im Anschluss die Aktie deutlich und stieg auf bis zu 17 Euro. Ja, das hat sich entsprechend dann mehr als verdoppelt oder fast verdoppelt das Ganze. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt, was die Deutsche Bank Aktie angeht? Da ist natürlich die Frage, sind die bisherigen Maßnahmen, die soweit vom Vorstand getroffen werden, was den Umbau der Deutschen Bank Aktie angeht, ausreichend. Stichwort Stellenabbau und Umstrukturierung. Das muss man dann entsprechend abwarten, wie da die Entwicklung vorangeht, auch was die Schnelligkeit der Maßnahmen angeht, ja, wie schnell werden die eben umgesetzt. Und dann kann man erst ja genauer sich eine Meinung bilden, ob das eben eine neue Turnaround-Geschichte geben wird oder eben nicht. Für risikofreudige Anleger mag das auf jeden Fall ein guter Einstiegszeitpunkt sein. Nach dem Motto, nach Regen kommt Sonnenschein, kann man bei dem Preis, eben wenn man risikofreudig ist, zuschlagen, denke ich. Und ja, dann die weiteres Thema, was wir jetzt in letzter Zeit hatten, war einmal dann die Bayer-Aktie. Sie haben es mit Sicherheit mitbekommen, die Übernahme von Bayer des amerikanischen Saatgutriesen Monsanto wurde soweit abgeschlossen und das hat jetzt nicht die, also das wurde entsprechend heute umgesetzt und entsprechend ist das dann hier auch im Preis auch schon abgebildet, was das Ganze angeht. Und ja, der Monsanto-Deckel wiederum, der wurde dann entsprechend von den jeweiligen Börsen oder Indizes entfernt, sprich aus dem S&P 500 und aus dem S&P 100. Und ja, was hatte das entsprechend zur Folge? Es hat natürlich dann zur Folge, dass andere Aktien dann entsprechend da aufrücken in die jeweiligen Indizes. Und das ist dann zum einen für den S&P 100 war das die Twitter, die nicht Twitter, die Netflix-Aktie. Die Netflix-Aktie, das wissen Sie mit Sicherheit, hat über die letzten Jahre einen beeindruckenden Lauf hingelegt. Und wer entsprechend ja schon, ja weiß ich nicht, seit 2015 dabei ist, der hat sehr gute Profite machen können. Die Rallye findet soweit kein Ende. Und auch jetzt mit der Aufnahme der Netflix-Aktie oder mit der kommenden Aufnahme der Netflix-Aktie in den S&P 100, sowie aber auch die Aufnahme der Twitter-Aktie in den S&P 500, hat einen maßgeblichen Einfluss auch auf den Kurs der beiden Unternehmen. Und zwar greifen jetzt viele Investoren zu, weil viele passive Indexfonds jetzt entsprechend angepasst werden müssen. Ja, also wie ETFs zum Beispiel, die auf den S&P 500, die versuchen, den S&P 500 nachzubilden oder den S&P 100. Und entsprechend werden da die ETFs, die dann insbesondere eben die ETFs, die physisch replizieren und entsprechend ist da jetzt eine stärkere Nachfrage vorhanden, was die beiden Titel betrifft. Das hat sich schon gestern etwas im Kurs gezeigt, ja, gestern beim Börsenschluss und das wird dann entsprechend noch für weiteren Aufschwind entsprechend sorgen, ja, weil da eben die Indizes angepasst werden müssen und von daher greifen Netflix und Twitter weiter zu. Netflix ist unabhängig von der Indexänderung oder der Indexaufnahme sowieso ein Sonderkandidat, was eben die Chance angeht, die da eben mit der Internationalisierung, aber auch mit dem interessanten Produktangebot mit eingehen. Bei Twitter, ja, Twitter, da muss man die Sache eher kritisch betrachten. Das konnte so recht noch nicht die Börsen überzeugen, aber auch hier war in letzter Zeit ein kurzer kleiner Turnaround entsprechend zu beobachten, wie man hier sieht, von 28 auf 39. Und ob die Geschichte so weitergeht, muss man dann entsprechend beobachten. Auf jeden Fall können sich auch hier risikofreudige Anleger entsprechend bei uns positionieren.
Dann eine weitere interessante Aktie wäre dann die Nordex-Aktie. Und zwar gestern stieg die Nordex-Aktie um mehr als 4%, nachdem entsprechend Aussagen getroffen wurden von Markus Tacke, dem Chef des Windanlagenbauers Siemens Gamesa. Und er sagte eben, dass der Preis in den letzten 3 Quartalen auf dem Markt eher stabil waren. Und das hat natürlich dann auch die Nordex-Aktie beflügelt, insbesondere unter der Berücksichtigung, dass die fehlenden Subventionen, die man aus der Vergangenheit kannte, für den Preisverfall verantwortlich waren in letzter Zeit generell für die Windbranche. Und wenn sich eben die Preise auf dem Markt soweit stabilisiert haben, dann ist das soweit erstmal ein gutes Zeichen für die Windanlagenhersteller und in dem Fall für Nordex. Und wenn eben damit die Trendwende eingeläutet ist, dann ist mit Sicherheit Nordex auch wieder eine interessante Aktie, die man sich durchaus genauer anschauen kann. Dann kommen wir zuletzt zu der Tesla-Aktie. Und zwar hatte gestern Tesla Motors ihre Hauptversammlung und also was ganz wichtig für Elon Musk, dem CEO, ja, dem Vorstandsvorsitzenden von Tesla, entsprechend war das ja zum einen nach den diversen Schlagzeilen, die es da gab, erstmal in der Hauptversammlung in seiner Position gestärkt wurde. Ja, er wurde in seinem Amt bestätigt. Ja, das heißt, die Schlagzeilen, was eben die Produktionsprobleme angeht, aber auch Unfälle mit dem Tesla, die haben ihn entsprechend soweit jetzt nicht großartig beeinflussen können. Unterm Strich kann man sagen, dass Elon Musk weiterhin positiv ist, insbesondere was das Auto mit dem Namen Modell 3 angeht. Sein Ziel ist es eben bis Ende Juni 5.000 Autos eben vom Band rollen zu lassen pro Woche und derzeit sind es eben 3.500 und man ist jetzt positiver Dinge, da jetzt entsprechend die Produktionskapazitäten auszubauen in den kommenden Wochen. Und unter der Berücksichtigung, dass eben das Modell 3 ein Hoffnungsträger ist und eben den Durchbruch, was Elektromobilität oder generell den Durchbruch für Tesla eben weiter bestärken soll, ist es eben eine gute Neuigkeit für Tesla, aber auch für Elon Musk, dass da die Produktionsprobleme entsprechend ausgemerzt werden konnten. Und von daher ist Tesla weiterhin eine interessante Aktie, insbesondere nachdem es ja doch der Kurs sich ein bisschen korrigiert hat von den Höchstständen, die wir in den vergangenen Monaten hatten, mag dann entsprechend Tesla wieder ein guter Einstiegskandidat sein, wenn man eben an das Unternehmen glaubt und insbesondere an die Vision von Elon Musk. Dann kommen wir zu guter Letzt zu unserem Social Trading Bereich und in dem Fall dem Top Trader, den ich Ihnen heute vorstellen möchte. Das ist in dem Fall Irmele. Irmele hat sich ausschließlich oder hauptsächlich auf den MDAX spezialisiert. Der handelt in Germany Midcap bei uns. Ja, man sieht ja das ganz kleine Kuchendiagramm. 3/4 sind soweit mit dem Germany Midcap abgedeckt. Und hier seine Performance ist ja soweit beeindruckend. Unterm Strich hat entsprechend, seitdem er bei uns dabei ist, 55% erzielt. Und jetzt auch im letzten Jahr oder auch in den vergangenen 3 Monaten soweit eine gute Performance erzielt, auch in den letzten Wochen. Er hat einen Risk-Off von 1, ist ein Echtgeld-Signalgeber und ist auf der höchsten Karrierestufe, sprich er ist ein institutioneller Top-Trader. Ja, und anhand des R sehen Sie hier, dass es ein Echtgeld-Signalgeber ist und anhand des Sterns sehen Sie, dass es sich um eines der 10 beliebtesten Signalgeber handelt und insbesondere seine Volatilität von 1,9% unter Berücksichtigung von auch dem maximalen Learning von 8,85%,
zeigen eben, dass ein Risikomanagement soweit stimmt. Und wenn man eben dann ja bei fast 440 Trades 86% aller Trades im Gewinn abgeschlossen werden konnten, dann ist es schon mal ja, soweit ja ein starkes Zeichen. Und ja, dieses Jahr ist er schon mit guten 9,3% auch im Plus und kann entsprechend an seine Leistung aus den vergangenen Jahren soweit anknüpfen. Und Sie können hier unten entsprechend auch sehen, dass er auch nur eine Handvoll offene Positionen hat und eben da er konservativ agiert, was die Anzahl der Positionen angeht, was ihnen dann auch durchaus entgegenkommen könnte. Und in der Transaktionshistorie sehen Sie hier, dass eine Position soweit überwiegend im Take Profit greifen und schließen im Gewinn. Und von daher ist es ein interessanter Signalgeber, dem man durchaus folgen kann. Und ja, insbesondere der Risk-Score von 1, ja, also sein Risikoprofil ist halt extrem niedrig. Also das heißt, ein Risikoprofil von 1 ist sehr attraktiv, gekoppelt mit eben der Performance, die er soweit erzielt hat, ist es mit Sicherheit ein Top-Trader, der ihr Portfolio mit Sicherheit aufwerten kann, falls sie ihn noch nicht in die, falls sie ihn schon nicht bereits folgen. Ansonsten war es das dann erstmal von meiner Seite. Wir haben jetzt soweit die Märkte besprochen und den Top-Trader habe ich Ihnen auch vorgestellt. Haben Sie denn jetzt soweit irgendwelche Fragen? Wenn das der Fall ist, würde ich Sie bitten, diese Fragen dann einfach im Chatfenster dann zu stellen. Okay, es scheint keine Fragen zu geben. Ja, wunderbar. Dann, falls Sie doch noch irgendwie Fragen haben sollten, dann können Sie mich natürlich gerne erreichen. Mein Name ist wie gesagt Grigori und ich stehe Ihnen gerne unter der Nummer 069-9675-9007 zur Verfügung. Ja, ich wiederhole nochmal 069-9675-9007 oder schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an service@iondo.com. Und ja, ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit ganz herzlich und wünsche ansonsten noch einen angenehmen Tag und viel Erfolg beim Traden. Beziehungsweise eine Frage ist gerade noch aufgetaucht. Die beantworte ich gerne. Jetzt muss ich mal gerade mal schauen. Ja, es geht um den Top-Trader, den kann ich gerne nochmal zeigen und das ist Irmele. Ja, buchstabieren, also buchstabiert Irmele. Das heißt, wenn man den einfach hier in der Trader-Rangliste sucht, einfach IRM eingibt, dann wird auch direkt angezeigt und man kann sich den entsprechend genauer anschauen. Okay, wunderbar. Damit habe ich die Frage soweit auch beantworten können. Dann auf ein neues. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen ansonsten noch einen schönen Tag.